Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creeper World 3. Sodala, ich drücke auf Play und wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Die erste Erzmine gehört bald uns, mit ein bisschen Glück zumindest, hoffen wir mal, dass die auch hier gut verteidigt wird von unserem neuen Super-Geschützturm da oben, unserem neuen Super-Mörser. Sehr gut. Und jetzt können wir nämlich unseren eigenen Sprayer bauen. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie ich das jetzt mache. Ich habe kurz nicht gewusst, wie ich das jetzt am besten einfädeln soll. Aber ich baue jetzt hier den Sprayer und dann tauschen aber der Mörser und der Sprayer Platz. Weil ich will eigentlich gern unser Anti-Creeper in das Creeper-Netzwerk hier einschleusen. Weil ich das für eine gute Idee halte. Ob es eine ist, weiß ich nicht und habe ich auch nie behauptet. Aber ich halte es für eine. So, machen wir gleich ein bisschen mehr Ohr-Effektivität. Also Erz-Effektivität, nicht Ohr. Im Sinne von Gehörorgan. Sondern im Sinne von Erzorgan. Oder so. Ah, okay, der Anti-Creeper ist schon fleißig. Dann warten wir mal ab, wie fleißig er jetzt ist. Schon ziemlich. Cool, jetzt können wir nämlich schon die zweite Erzquelle da oben gleich erobern, dank dem. Also der Mörser hat schon sehr gute Vorarbeit geleistet, das muss man natürlich dazu sagen. Creeper ist hier unten noch nicht so ganz besiegt. Das muss ich da hinten noch ein bisschen zurückdrängen, wenn ich es wirklich weghaben will. Mehr Feuerrate für alle. Los geht's. Irgendwie hat das keine Verbindung mehr zum Netzwerk, ne? Machen wir ein paar extra Verbindungen, vorsichtshalber. So, mittlerweile traue ich mich auch, dass wir hier eine Abkürzung reinbauen. Überhaupt auch den Tunnel fluten mit unserem Extraktor-Zeugs, Kollektor-Ding. Naja, hier vielleicht noch nicht. Naja, wenn sie kaputt gehen, gehen sie halt kaputt. YOLO und so. Hauptsache Energie. Okay, Super Sprayer war super, aber jetzt brauchen wir den gar nicht mehr. Was bauen wir denn da jetzt dann hin in Super? Vielleicht ein Super Bomber. Bei den Sprayer, irgendwie funktioniert es nicht so ganz, dass das geleitet wird, das Zeug. Deswegen schicke ich Super Spray jetzt mal nur nach vorne, glaube ich. Und dann baue ich hier wirklich einen Super Bomber. Okay. Das Spiel ist schon toll. Das ist schön. Das ist so ein bisschen auch so hypnotisierend irgendwie. Wenn man sich hier die ganzen Transportwege anguckt und so, oder? Das ist crazy.
Oh ja, der Superbomber, der braucht halt viel von dem Zeug. Wahnsinn. Zum Glück bauen wir da oben gerade noch einen dritten Extraktor. Ich kann auch mal noch die Erzeffektivität deutlich erhöhen. So, sehr gut. Dann gehen wir gleich mal hier in die nächste Stufe über. Die nächste Angriffsstufe. Ja, bauen wir ruhig noch einen Sniper, einen zweiten. Was für ein Arsch. Die spinnen hier einfach unsere wichtigen Waffen ein. Unverschämtheit. Ja, der darf hier ruhig noch stehen bleiben. Die sind hier noch beschäftigt. Das ist okay. So, das funktioniert jetzt aber ganz gut, dass da jetzt das Netzwerk dann doch für uns arbeitet quasi. Ich kann hier mir noch mehr Forschungspunkte holen. Oh, das Blaue ist doch noch böse, oder wie? Das ist komisch. Warum eigentlich? Ich dachte, das gehört jetzt schon alles uns. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ganz so leicht macht es uns das Zeug doch nicht. Komisch, ne? Dass das noch blau ist, obwohl das eigentlich schon voll mit meinem Creeper ist. Ich dachte, aber gut, solange ich das meide, dürfte es ja eigentlich dann keine Probleme geben. Ich sollte nur nichts direkt drauf bauen. Ach, diese ganzen Trümmer sind super nervig. Ich glaube, das mache ich anders. So, dann haben wir ein schönes Sniper-Netzwerk erstmal. Wie sieht's denn aus? Super Bomber. Halt den doch mal ein bisschen sauber hier vielleicht. Ja, mit Super Bomber dürfte es ganz gut hinhauen, glaube ich, dass wir das nullifieren können. Ach Mist, weil das Netz irgendwie blau bleibt. Ich glaube, das muss ich quasi mit Waffengewalt sauber machen. Kann das sein? Kommt mal hier nach vorne, Kanonen und Mörser. Was steht hier überhaupt noch hinten rum? Nicht so schüchtern. Ich glaube, ich muss das wirklich sauber bomben quasi. Habe ich das Gefühl. Cool, der nächste gehört uns. Da baue ich jetzt noch einen God-Mode-Sprayer rein. Würde ich sagen. Beziehungsweise holen wir den von hier hinten, wenn ich ihn finden kann. Da ist er. Da hinten brauchen wir ihn eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Der Bomber fliegt nochmal da zu bomben. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ah, warte mal, da unten haben wir noch einen. Bomber bomb hier mal hin oder so. Keine Ahnung. Ich habe gerade keinen Plan.
Komm hier hin, das ist besser. Schauen wir mal, ob das lang genug hält, dass die beiden fertig werden und bomben können. Oh, der hat keine Verbindung da oben. Das ist natürlich schlecht. Die sollte er schon haben. Machen wir lieber gleich eine doppelte. Die hält besser. Wow, da kommt die. Da kommt... Wow. Yeah, das ist schön zuzusehen. Ist es nicht wunderschön? So, da unten läuft es auch ganz gut, sehe ich gerade. Nur, dass man hier echt nichts bauen kann. Das ist echt blöd. Alles sehr eng hier. Oh mein Gott. Ich kann hier nicht mal irgendwie... Ah, das geht. Gut. Cool, Bomber, wenn du nochmal Zeit hast, bomb direkt drauf und dann holen wir uns das Ding. Wobei, ich kann vielleicht jetzt eh schon einen Nullifier hier irgendwo reinquetschen. Na, ob der hält, ist die Frage. Schauen wir mal. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, das Match ist ziemlich gewonnen, ne? Jetzt wird unten der Punkt noch nullifiziert. Oh, da kommen Spinnen. Ich habe da keinen Sniper-Turm. Aber die Minen, die Sprengdinger machen die zum Glück auch kaputt. Die Mörser, meine ich. Ah, da oben ist noch einer. Ach, zwei sogar, sehe ich jetzt erst. Da sind noch zwei Emitter. Ganz fertig sind wir doch noch nicht. Aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf den einen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was wir da hinbauen. Vielleicht wirklich einfach. Vielleicht packe ich hier einfach schnell den Mörser um. Der geht zwar jetzt dann wahrscheinlich kaputt, aber er kann zumindest mal ganz schön was wegbomben vorher. Hoffentlich vor allem diese verdammten Spinnen. Krabbelt doch mal woanders hin. Da, wo ich die ganzen Türme stehen habe, bitte. Hä? Wie wär's denn damit? Oh, da kommt noch der Superbomber. Okay, Superbomber kommt und rettet den Tag. Cool. Superbomber. Greift da oben mal noch schnell an. Auch wenn wir da eh schon ziemlich gut fortgeschritten sind, sehe ich gerade. Eigentlich so gut, dass ich da, glaube ich, gar nichts anderes mehr machen muss, außer eine Nullifier. Hä? Den ich da irgendwie nicht hinbauen kann. Achso, der ist doch nicht nah genug dran. Nee, ganz so leicht geht's dann doch nicht. Dann brauchen wir... wahrscheinlich zumindest eine Kanone. Holen wir mal eine Kanone und einen Mörser. Dann dürfte das passen. Ach so, ja, warte mal. Und ich baue jetzt noch ein paar Sniper-Türme, weil die sind einfach echt nervig, die Spinnen. Jetzt haben die keinen Platz mehr hier. Aber das reicht hier. Und einen bauen wir hier hin. Das reicht dann auch. So, ein Superbomber, wenn du fertig bist, kannst du schon anfangen, das hier zu bombardieren, wenn du willst. Ja, im Grunde, ja, ganz wurscht. Bomber einfach. Einfach bomben. Oh Mann, ich muss jetzt echt warten, bis der Sniper-Turm fertig ist und noch alternative Verbindungen zum Netzwerk bauen.
Weil die echt nervig sind und dauernd alles betäuben. Die blöden Spinnendinger. Aber jetzt dürfte es dann passen. So viel können die jetzt nicht mehr betäuben, dass die nicht mehr funktionieren. Da hinten habe ich einen Sniper-Turm. Der ist schon fertig. Okay, das ist cool. Den schicke ich mal hier hin, ganz gewagt. Und der kriegt natürlich mindestens ein oder, es geht, zwei Mörserfreunde, die ein bisschen helfen. So. Ich habe hier hinten noch so viel Waffen rumstehen, die keiner mehr braucht. Könnte ich einfach mal ein bisschen random da nach vorne schicken. Damit die einfach mal da ein bisschen reinbomben können. Okay. So, der Sniper-Turm kann jetzt auch vorrücken. Dann rücken wir jetzt den nervigen Spinnenviechern auch mal auf die Pelle ein bisschen. Ah, hier ist ein Podest. Sehr gut. Ja, da stellen wir noch einen drauf. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ach so, genau. Hier mal nullifizieren sollte ich noch. Das habe ich ganz vergessen. Vor lauter, ja, wir haben eh schon gewonnen. Habe ich vergessen, dass wir noch nicht gewonnen haben. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nicht gleich, platzieren kann, wird es nichts mehr. Oh, warte mal. Das ist vom Netzwerk getrennt irgendwie, das Ganze hier. Warum? Verdammt. Das ist natürlich doof dann. Oh, 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 die Sniper-Türme sind wichtig, wertvoll, teuer. Viel wert, will ich damit sagen. Okay, der da oben gehört mir. Wo ist mein Sprayer gerade? Ich verbinde jetzt hier gleich mal mehrere Netzwerke miteinander. Damit es nicht mehr zu komplett ausfällen, sondern nur noch zu Umwegen kommt. Ah, danke, Bomber. Du kommst jetzt gerade recht. Das ist super. Sehr gut. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. What? What? Komisch. Der Bomber hat wieder mal den Tag gerettet.
Ah, dass die Scharfschützentürme nicht nach oben schießen können. Oh, was ist denn jetzt passiert? Da ist das Netz zerbröselt gerade oder so. Kann das sein? Irgendwie passieren komische Sachen hier, oder? Das Netz zerbröselt. Vielleicht, weil es keine Bösen im Mitter mehr gibt. Moment, es gibt noch einen. Stimmt. Den muss ich noch nullifizieren. Aber der ist offensichtlich irgendwie ziemlich kaputt, der Emitter. Also da kommt nicht mehr zu viel. Der ist komplett in Anti-Creeper getränkt und wird permanent bombardiert. Dem geht's auch nicht mehr so gut. Na gut, dann muss ich nur noch das da... Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich das nullifizieren oder collecten? Nullifizieren. Schauen wir mal, ob das so einfach hinhaut. Bomber? Mach mal was da oben. Ah, die mögen kein Anti-Creeper, die Spinnen anscheinend. Bringt die zwar nicht um, aber anscheinend tut sie ihnen weh. Oh, ich habe mittlerweile übrigens wahrscheinlich schon 1 Million Forschungspunkte und kann irgendwie ganz viel Scheiß machen. Ja, wirklich so ziemlich. Okay, cool. Voll viel rumgeforscht. Aber jetzt ist es leider eh gleich vorbei. Gerade wenn es am meisten Spaß macht. Boom. Okay, das war's noch nicht. Was muss ich denn jetzt noch machen? Noch irgendwo. Ah, da hinten ist noch ein Päckchen zum Sammeln. Jetzt sehe ich's. Okay. Machen wir noch schnell. Na, was ist denn los? Achso, ich habe mich verdrückt. Was ist los? Tschu, tschu, tschu. Miau. Wow, wow. So macht Bauen Spaß. Leider ist hier die Oberfläche überall so uneben. Aber... es werden schon ein paar Emitter gebaut. So, jetzt mache ich hier mal einen auf Creeper. Von wegen Creeper überziehen hier ganze Planeten. Jetzt überziehe ich mal ganze Planeten mit meinen Netzwerken. Dann sehen die mal, wie das ist. Nämlich ziemlich cool. Errungenschaft Collector Lover. Cool. Ja, ist wirklich wahr. Victory! Sehr schön. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt für heute wieder Schluss. Und beim nächsten Mal gehen wir dann weiter zur nächsten Welt. Entweder Chiox oder Ruine. Macht's gut, bis dann. Ciao.